hast es gerade gesagt, hier sind Konsumenten, hier sind Landwirte, hier sind aber noch mehr Menschen, die unseren Protest unterstützen und die eine eigene Botschaft haben. Und da haben wir einen Imker bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Ja, servus. Woher kommen Sie? Ich komme vom Ammersee und bin der Präsident der Deutschen Berufsimker. Warum sind die Imker hier? Machen wir diesen Protest mit. Ja, ihr wisst ja alle, Bienensterben ist seit Jahren ein Thema, leider immer noch. Und die Biene ist der Umweltindikator Nummer 1 und wir freuen uns, dass so ein breites Bündnis ist, das hier protestiert, weil wir Imker sind recht wenige in Deutschland hier. Und sehen uns da also solidarisch unterstützt und die Veränderungen, die gefordert werden in der Landschaft, kommen ja uns, unseren Bienen und uns Imkern nur zugute. Und wir brauchen auch noch sonst Verbündete. Denkt bloß an die Abstimmung im Europäischen Parlament. Es darf jetzt Gentechnikpollen im Honig sein, der nicht gekennzeichnet werden muss. Solche Verordnungen hat es bloß vor vielen Jahrzehnten gegeben im tausendjährigen Reich und hier wird es eingeführt zum Schaden eines Berufszweiges, dass die Wahlfreiheit für den Verbraucher verloren gegangen ist. Okay, geht es Ihnen toll. Ich würde sagen, darf ich noch mal sagen, Merkel ist das Ferkel, die CDU war die treibende Kraft mit, dass gegen den Willen der Imker gestimmt worden ist. Dankeschön. Das war die Stimme der Imker. Bienensterben!